Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chobi Hui. In der letzten Zeit gab es ein paar neue Meldungen bezüglich Impfstoffe in Taiwan. Und da gab es ja bisher eigentlich immer das Problem, dass Taiwan nicht genug Impfstoffe hat, um die Bevölkerung auch nur ansatzweise bis zur Herdenimmunität heranzuführen. Und eine große Hoffnung hat man dann immer drauf gesetzt, seitens des Epidemie-Kommandozentrums, das auch die Impfstrategie plant, dass Taiwan selber seine eigenen Impfstoffe entwickelt. Und vor einiger Zeit, im Juli schon, hatte dann tatsächlich ein erster dieser Impfstoffe, und zwar von der taiwanischen Firma Medigen, eine Notfallzulassung erhalten. Und tatsächlich jetzt in dieser Woche, am Montag, da hat es dann die ersten Impfungen damit schon gegeben. Das heißt also, dieser Impfstoff wurde dann mit in das offizielle Verteilsystem von Impfstoffen mit aufgenommen. Und mit einer der ersten Personen, die sich hat impfen lassen hier in Taiwan, das war die Präsidentin Tsai Ing-wen. Die hatte ja schon vor langer Zeit gesagt, dass sie ihre erste Impfung gerne mit einem Impfstoff von einem taiwanischen Unternehmen hätte. Und unter großem Medieninteresse wurde sie dann tatsächlich hier in Taipeh am Montag geimpft. Ja, tatsächlich. Eigentlich schon im März hat Präsidentin Tsai Ing-wen angekündigt, dass sie dann auf den von Taiwan selber entwickelte Impfstoff gegen Covid-19 warten. Also obwohl knapp 40% der Taiwaner eigentlich mindestens schon ihre erste Impfung gehabt hatte, hatte sie bis vor kurzem noch keine Impfung gehabt. Und wie gesagt, am vergangenen Montag hat sie eine Impfung, und zwar von Medigen. Und das ist eigentlich so ein großer Appell an alle Leute in Taiwan, dass man sich mit dem Medigen impfen lassen könnte. Tatsächlich, schon am ersten Tag sind viele Leute zu den Impfstellen gegangen und wurden schon sehr viele geimpft. Etwa 95%, die vorher angemeldet hatten, schon am ersten Tag dort ihre Impfung gehabt. Und in den darauffolgenden Tagen kamen auch sehr viele Leute hin. Also auf jeden Fall ungefähr 600.000 Leute hatten sich vorher bei dem Anmeldungsplattform ihre Bereitschaft angemeldet, sich mit dem Medigen impfen zu lassen. Und das ist eigentlich die erste Welle mit dem Medigen, aber eigentlich die sechste Runde vom Impfung. Schon seit Covid-19-Ausbruch in Taiwan Mitte Mai hatten viele Leute schon ihre Impfung bekommen, und meistens von AstraZeneca oder von Moderna. Also in Taiwan hatte es eigentlich noch nicht so viele Impfstoff gehabt. Man hat natürlich dann große Hoffnung auf den von selber entwickelten Impfstoff. Und jetzt ist Medigen bekannt, wie gesagt, schon im Juli seine Notfallzulassung. Aber wer kommt zu dieser Impfung? Das sind eigentlich meistens junge Leute. Viele von denen haben gegenüber den Journalisten gesagt, dass sie wegen des jungen Alters gewartet und konnte keine Impfung bekommen. Und daher sind sie zu den Impfungen mit dem Medigen gekommen. Und natürlich viele von denen wollten dadurch den von Taiwan selber entwickelte Impfung zu unterstützen, also einheimische Produkte wollen sie unterstützen. Ja, und tatsächlich, bis vor ein paar Wochen, erinnere ich mich auch noch, gab es immer Meldungen, wo gerade diese jüngeren Leute, die ja keine andere Chance bisher hatten, sich impfen zu lassen, vor allem auch zu der Zielgruppe gehörten, von denen, die eine sogenannte Impfreise gemacht haben, die also zum Beispiel nach Guam geflogen sind, das ja zu den USA gehört, einfach um sich dort auch impfen zu lassen. Und dafür haben sie dann sogar eben die zweiwöchige Quarantäne in Kauf genommen, wenn sie dann wieder zurückkamen nach Taiwan. Aber damals hatten tatsächlich auch viele von denen, die dann befragt wurden, im Anschluss das so begründet, dass sie sagten, man weiß ja gar nicht ansonsten, wann man in Taiwan überhaupt dran ist. Denn die meisten Impfungen, die es vorher gab, das waren ja eigentlich fast alles gespendete Impfstoffe von AstraZeneca oder Moderna. Und die kamen dann vor allem aus Japan, aber auch aus den USA. Die USA hatten Moderna gespendet und Japan AstraZeneca. Ein paar europäische Länder haben zwischenzeitlich dann auch mehrere 10.000 Dosen von AstraZeneca gespendet. Und Taiwan hatte ja auch vorher schon selbst Impfstoffe eingekauft, und die kommen auch nach und nach an. Allerdings immer in relativ kleinen Paketen, also von vielleicht mehreren 100.000 maximal.
Und immerhin dahingehend, da gibt es dann auch ein paar Neuigkeiten. Also es gab ja dann lange Diskussionen darüber, dass man in Taiwan gerne auch diesen BioNTech-Impfstoff gekauft hätte. Aber die Regierung zumindest sagt, dass es dann aufgrund von einer chinesischen Einmischung nicht dazu gekommen ist, dass da ein Kaufvertrag zustande kommen konnte. Und im Anschluss, während der vergangenen Monate, da sind dann andere Unternehmen in Taiwan eingesprungen oder auch zum Beispiel eine buddhistische Stiftung. Und die haben dann für die Regierung letzten Endes jeweils 5 Millionen Dosen von dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff gekauft, um diese an die Regierung zu spenden. Und die neue Entwicklung ist jetzt, dass diese vielleicht im September, also die Rede ist von 1,5 bis 2 Millionen Impfstoffdosen, dass die so um das Mondfest im September dann nach Taiwan kommen könnten. Nur der Gesundheitsminister hat sich dann bisher auch relativ zurückgehalten mit konkreten Äußerungen, auch aufgrund wahrscheinlich der vergangenen Erfahrungen, dass man eigentlich nicht zu viel an diesen Informationen öffentlich machen möchte, weil er unter anderem auch einer derjenigen ist, die diese Einmischung aus China befürchten. Also vielleicht, dass da noch im letzten Moment sich dann wieder etwas ändern könnte. Man ist natürlich auch nicht so gerne darauf angewiesen, dass man immer nur Spenden erhält von den anderen Ländern. Auf der anderen Seite ist man natürlich sehr dankbar für diese Spenden und konnte damit dazu beitragen, dass jetzt wenigstens 40% der Taiwaner schon eine Impfung erhalten konnten. Ja, genau. Also man freut sich darüber, dass Medizin jetzt auf den Markt kommen, dass man sich mit dem Medizin impfen lassen kann. Allerdings hat die Regierung eigentlich noch einen anderen Plan, dass man eventuell Medizin sogar an den Ländern spenden kann, wo Mangel an Impfstoff hatten. Allerdings bis jetzt möchten keine Medizin Impfstoff entgegennehmen. Also das Außenministerium bemüht sich jetzt weiter. Du hast ja vorhin von dem Reisegrupp NatGuan gesprochen und jetzt hat man noch einen anderen Zielort, nämlich Palau, weil das Epidemiegeschehnis in Taiwan nachgelassen hatte, hat man von einer Reiseblase zwischen Taiwan und Palau gesprochen. Und tatsächlich ist das doch verwirklicht worden und zwei Gruppen von Taiwanern sind inzwischen nach Palau gereist. Eigentlich wollten diese Leute dort sich impfen lassen und die erste Gruppe von den Reisenden ist inzwischen zurückgekommen und die hatten dann in Palau tatsächlich Impfstoff bekommen, also sich geimpft worden und die waren alle sehr zufrieden damit. Und in Taiwan müssen die auch einige Tage in Quarantäne stehen. Trotzdem, sie haben das alles in Kauf genommen und haben mitgemacht. Und das hat wohl zur positiven Entwicklung entwickelt und so, dass immer noch mehr Leute nach Palau gehen möchten. Aber die Palaus Regierung hat angekündigt, dass die Reisenden, die nach Palau angekommen sind, bekommen dann in Zukunft keine Moderna, nur die anderen, also die anderen Impfstoffe stehen weiterhin zur Verfügung. Allerdings Moderna gibt es ab Mitte August nicht mehr für ausländische Reisende zur Verfügung. Und trotzdem, Taiwaner haben auch immer noch große Interesse, im Ausland sich geimpft zu lassen. Also wie gesagt, es gibt in Taiwan im Moment noch nicht genug Impfstoff. Wenn man sich nicht für Medizin entscheidet, dann muss man tatsächlich noch länger warten. Ja, und obwohl man dann auf der einen Seite von der Regierung vor allem hofft, dass der Impfstoff von Medizin mit dazu beitragen könnte, dass es in Taiwan eben in Zukunft keinen derartigen Mangel mehr an Impfstoffen gibt, gibt es auf der anderen Seite auch immer noch Kritik an diesem Impfstoff. Und es wurde zum Beispiel auch versucht, von Seiten mancher Oppositionspolitiker über den Gesetzesweg dann eine Widerrufung zu erlangen von dieser Notfallzulassung für das Vakzin. Und das wurde dann zunächst allerdings erstmal abgelehnt. Und trotzdem gibt es auch noch weitere Versuche, unter anderem auch den Versuch, dass ein Referendum abgehalten werden soll zu dieser Frage. Und es gab dann auch vereinzelt von Landkreisregierungen die Ankündigung, dass man dort also nicht mit diesem Medigen-Vakzin impfen möchte. Und da waren dann auch sogar Politiker von Opposition als auch Regierung dran beteiligt. Aber wie dem auch sei, also man hofft natürlich trotzdem, dass dieser Impfstoff tatsächlich wirksam ist. Allerdings ein Kritikpunkt richtet sich ja auch immer daran, wie diese Wirksamkeit in der Vergangenheit festgestellt wurde. Also es gab dann, um diese Notfallzulassung zu erhalten, so einen Katalog mit Kriterien, der von Taiwans Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde veröffentlicht wurde vorher. Und unter anderem sollte zum Beispiel nachgewiesen werden, dass ein taiwanisches Vakzin
Es gab nämlich noch andere, die in der Entwicklung sich befunden hatten. Das sollte also mindestens genauso viele Antikörper produzieren können wie zum Beispiel AstraZeneca. Und man hatte deshalb AstraZeneca als Vergleich gewählt, weil das bis dahin dann der einzige Impfstoff war, den es zuerst einmal in Taiwan gab und der ja auch schon international anerkannt war. Allerdings wurde dann von manchen Experten auch kritisiert, dass das eigentlich nur ein unzureichendes Kriterium sei, weil eigentlich das auch noch nicht zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation als ein Kriterium für einen Impfstoff wirklich anerkannt wurde. Das wurde zwar diskutiert schon mal, aber es hat es wohl noch nicht gegeben, sagen die Kritiker, dass man irgendwo schon einmal dieses Verfahren dann angewendet hat, wo man also nur schaut, ob es tatsächlich genügend oder eine bestimmte Anzahl von Antikörpern gibt. Aber für die Behörden in Taiwan war das dann eben genug, dass diesen Standards entsprochen hat, und auf dieser Grundlage hat man dann diese Notfallzulassung ausgestellt. Eine andere schlechte Nachricht hat es dann vor kurzem gegeben für ein anderes taiwanisches Unternehmen, denn die hätten auch gerne für ihren eigenen Impfstoff eine Zulassung bekommen. Die haben allerdings dann diese Kriterien nicht erfüllen können, sind jetzt vielleicht noch weiter in der Entwicklung oder man weiß noch nicht genau, wie das dann weitergeht, aber dieser Impfstoff konnte dann bisher noch nicht zugelassen werden. Und eigentlich hatte ja nicht nur Tsai Ing-wen schon vor längerer Zeit angekündigt, dass die sich mit diesem Medigen-Vakzin impfen lassen wollte. Der Vizepräsident William Lai, der hatte auch angekündigt, dass er dann diesen anderen Impfstoff nehmen wollte. Allerdings, weil der jetzt nicht verfügbar war, musste er dann eben seine Wahl wieder ändern. Ja, genau. Und Medigen wurde außerdem noch kritisiert, dass Medigens Preis teurer als die anderen international anerkannten Impfstoff. Zum Beispiel kostete eine Dose Medigen Impfstoff 30 US-Dollar, während BioNTech nur 19,5 US-Dollar, Moderna 15 US-Dollar, AstraZeneca 4 US-Dollar oder Johnson & Johnson nur 9,3 US-Dollar. Die chinesische und die russische, die sind auch billig, während Taiwans Medigen so teuer ist, also 30 US-Dollar, das ist das 2- bis 3-fache teurer als viele andere. Und insofern, man fragt sich, ob das es sich lohnt, dass man mit so hohen Preisen diese Impfstoff kaufen, der noch nicht vom international anerkannt ist. Und natürlich, man versteht schon, dass die Regierung dadurch ihre eigene Bioindustrie fördern möchte. Aber ob das sich lohnt, ist natürlich in Taiwan sehr viel diskutiert. Diskutiert wurde auch noch Medigen-Impfstoff eigentlich gegen die sogenannte Wuhan-Virus. Aber inzwischen hat Delta-Virus überall in der Welt weiter verbreitet. Fürchten, dass der Medigen nicht gegen Delta-Virus vorgehen könnte. Insofern, man fragt sich, ob das überhaupt eine richtige Entscheidung von der Regierung ist. Außerdem haben viele Leute darauf hingewiesen, dass die Menschen in Taiwan, die sich mit Medigen geimpft worden sind, die bekommen zwar auch eine gelbe Karte, also einen Impfungspass. Allerdings, dieser Impfungspass wird international gar nicht anerkannt. Während die anderen Taiwaner, die sich schon mit Moderna oder AstraZeneca geimpft worden sind, die bekommen auch eine Impfungskarte, die allerdings dann international anerkannt sind. Die können ohne Probleme ins Ausland gehen, während die Leute, die sich mit dem einheimischen Medigen geimpft worden sind, sie können natürlich ins Ausland fliegen, nur deren Impfungen werden nicht von anderen Ländern anerkannt, und daher, das gibt dann schon eine große Kluft, und daher viele haben gemeint, dass Medigen soll sich bemühen, eine internationale Anerkennung zu suchen, zu finden. Genau, und in den letzten Tagen wurde dann auch immer wieder darüber diskutiert, ob nicht vielleicht sogar die USA diesen Impfstoff anerkennen könnten, um vielleicht auch Taiwan ein bisschen einen Gefallen zu tun, weil dann bestimmt andere Länder nachziehen würden, aber ob das sehr wahrscheinlich ist oder nicht, darüber kann man sicherlich diskutieren. Die meisten werden wahrscheinlich erstmal davon ausgehen, dass das so schnell nicht geschehen wird. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch viele andere Diskussionen, die mit diesen internationalen Beziehungen zu tun haben, was Impfstoffe angeht. Wir haben ja eben schon über diese Spenden gesprochen oder auch über diese Reisen. Und ein großer Punkt, der auch in Taiwan immer diskutiert wurde, das ist die internationalen Studenten, die ja eigentlich zum Beginn jetzt des kommenden Semesters nach Taiwan kommen wollen. Und da hat dann auch erst vor kurzem das Epidemie-Kommandozentrum
diesen Studenten erlaubt, dass sie wieder nach Taiwan kommen können. Und eigentlich ist es auch so, wenn man sich diese Infektionszahlen anschaut, dass es in letzter Zeit wieder mehr importierte Fälle von Covid-19 oder von Coronavirus-Ansteckungen in Taiwan gegeben hat als einheimische Fälle. Und das war eigentlich ja nur in der Zeit zwischen etwa Mitte Mai und dann Ende Juli anders, als es einen relativ großen Ausbruch von Covid-19 in Taiwan gegeben hatte, der dann auch nochmal diesen Impfmangel ganz deutlich in Taiwan vor Augen geführt hatte, weil plötzlich alle sich impfen lassen wollten, aber das dann nicht mehr konnten, wohingegen vorher es ja noch dieses Selbstzahlerprogramm gab, wo man nur einen einzigen Impfstoff AstraZeneca hatte und den eigentlich kaum einer haben wollte, weil es in Taiwan aber auch kaum irgendein nennenswertes Infektionsgeschehen gab. Und dann gibt es jetzt natürlich einige Leute, die dann befürchten, wenn nun eine große Anzahl von Ausländern, also diese internationalen Studenten, nach Taiwan kommen, dass das auch wieder zu einer Belastung werden könnte oder vielleicht dazu führen könnte, dass es dann irgendwelche Durchbrüche gibt, also dass diese Maßnahmen zum Infektionsschutz vielleicht irgendwie Lücken aufweisen könnten und es dann doch wieder zu einem größeren Ausbruch kommt. Also auf der einen Seite versucht man in Taiwan, sich so gut es geht zu schützen mit neuen Impfstoffen und auch aus eigener Entwicklung, aber auf der anderen Seite überlegt man auch immer mehr, wie man Taiwan wieder öffnen kann und auch dann international Anschluss finden kann und diesen ganzen Verkehr zwischen den einzelnen Ländern auch wieder etwas ermöglichen kann. Wir haben vorhin erzählt gehabt, dass man jetzt mit der von Taiwan selber entwickelten Impfstoffmedizin sich impfen lassen können und tatsächlich viele sind geimpft worden. Allerdings, ob wirklich viele Leute bereit sind, sich mit dem Medizin impfen zu lassen, und einer Meinungsumfrage zufolge wollen sich die meisten Taiwaner keine Medizin impfen lassen, sondern entscheiden sich eher für ausländische und zwar international anerkannten Impfstoff. Meinungsumfrage zufolge wollen die Taiwaner am meisten BioNTech bekommen, und zwar 43%, gefolgt von Moderna mit 19%, Johnson & Johnson 10%, Medigen 7%, AstraZeneca 4%. Und diese Meinungsumfrage wurde eigentlich eher vor Mai durchgeführt, und inzwischen wollten viele AstraZeneca bekommen, weil, wie gesagt, wir eigentlich jetzt gar nicht so viele mit dem Medizin impfen lassen. Viele junge Leute wollen auf einer Seite taiwanische Bioindustrie unterstützen, aber auf der anderen Seite, die wollen vielleicht aus Angst dann doch international anerkannte Impfstoff zu bekommen. Wie gesagt, am ersten Tag waren schon sehr viele Leute geimpft worden, sich mit dem Medizin, und die meisten haben gesagt, dass sie lang gewartet hatten und müssten dann, egal welche Marke, sich impfen lassen. Und viele haben auch gesagt, dass sie wegen Liebe zu dem Vaterland möchten einheimische Industrie unterstützen. Und ein junger Kaufmann hat dann gesagt, er kann dadurch so einen Tag frei bekommen von dem Chef, und insofern freute er sich, eine Impfung zu bekommen, egal ob jetzt ein AstraZeneca, Moderna oder Medigen. Und eine Frau meint, die Medigen ist ja dann von der Taiwaner selber entwickelt, und das passt bestimmt gut für Taiwaner. Insofern hat sie sich für Medigen entschieden. Also egal aus welchen Gründen, sind wirklich viele Leute bereit, sich mit dem Medizin impfen zu lassen. Aber im Großen und Ganzen muss man schon sagen, dass die Bereitschaft, sich mit dem Medizin impfen zu lassen, nicht so groß, wie man vorher geschätzt hat. Trotzdem, wie gesagt, das ist eine Alternative, und die Menschen können sich entscheiden, was sie zu sich nehmen könnte. Und das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui.